Ah, jetzt ist das Problem natürlich, dass wir hier auch noch das Weltraumrohr wieder anlegen müssen. Ich würde das Weltraumrohr direkt so anlegen, dass wenn es wirklich funktioniert, so. Das könnte es sogar, wenn es so funktioniert. So, es geht weiter bei Shapes 2. Hallo zusammen, schön, dass ihr euren Weg auf dieses Video und auf meinen Kanal gefunden habt. Jetzt muss ich erst einmal rausfinden, was ich denn im letzten Mal gemacht habe. Einmal kann ich das hier freischalten. Da gibt es neue Formen. Ah, genau. Das bietet sich ganz gut an, weil ich habe hier auch noch welche. Was mache ich denn mit denen hier? So, werfe ich die weg? Benutze ich die irgendwie? Ja, momentan. Ja, verarbeite ich sie tatsächlich und werfe sie dann weg. Ah, okay, sehr gut. Genau. Und wenn es euch übrigens gefällt, was ich hier mache, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert auch meinen Kanal. Aktiviert gerne die Glocke, dann seht ihr immer, wenn neue Videos kommen, weil ich versuche nach Möglichkeit jeden Tag ein Video zu publizieren. Und schreibt dann auch gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Video haltet, ob ihr Tipps braucht, was ihr selbst machen, anders machen würdet. Genau, und ich habe auch einen Discord-Server. Schaut da gerne vorbei. Der Link ist in der Kanal- und der Videobeschreibung. So, jetzt wollen wir nochmal versuchen, nachdem wir das Formziel gemacht haben, das hier zu erreichen. Was muss ich denn dafür eigentlich tun? Also erstmal könnte ich natürlich, ist natürlich die Frage, wo produziere ich das denn eigentlich? Ich habe hier jeweils zwei Plattformen, die dann hier sind. Das heißt, ich könnte vielleicht irgendwo hier davor eine Plattform bauen, die das Ganze zusammen fusioniert. Also dann würde ich das hier raufwerfen. Dann würde ich sagen, dann tun wir mal kurz die Produktion hier anhalten, damit wir das sauber machen können. Das könnte auch noch interessant werden, weil dann muss das hier wahrscheinlich sogar ein bisschen nach hinten rücken. So. Oder ich setze einfach hier eine Plattform direkt rein hier dazwischen. Mal gucken, kriegen wir das auch vielleicht auf so eine Plattform alles drauf? Aber jetzt lasst uns erstmal die Teile hier rüberführen, dass sie nicht mehr mobilisiert werden. Das ist so der erste Schritt. Einmal. B, zweimal. Hier müssen wir auch noch. Warum? Ah, okay, gut, jetzt kommen sie an. Dasselbe machen wir natürlich. Ja, können wir diese Plattform hier einfach nehmen und spiegeln, oder? Was spiegeln, spiegeln bei F. Wieso funktioniert das, glaube ich, nicht? Warum funktioniert denn das nicht? Z, Ctrl Z. Habe ich denn das Seltsames getan? Ist die nicht gespiegelt von der hier gebaut? Das ist ja nicht sehr clever, Iridas. C. Und jetzt spiegelt. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, ich bin zum Nexus zurück. Das wollte ich eigentlich auch nicht. Ja. Hier. Ctrl C. Und dann wollte ich sie mit F spiegeln. Genau, aber jetzt sollte es doch funktionieren. Das muss ich jetzt dran denken, das muss ich jetzt hier mal bei allen machen. Um zu testen, ob es so funktioniert.
So. Das hier auch schon nicht funktioniert. Nee, hier, das ist interessant. Okay. Wie auch immer. Jetzt, dann ist natürlich die Frage, ist Abtransports wieder? Aber einfach auch hier drunter. Okay, dann müssen wir das wahrscheinlich irgendwie nach unten legen noch. Das soll ich ein bisschen Platz schaffen. Ja, das brauchen wir uns nachher um. Jetzt probieren wir das. Schauen wir erstmal, dass das funktioniert. Wir müssen hier jetzt nämlich auf alle Fälle einfach fusionieren. So wie die hier fusioniert werden, glaube ich. Das könnte sogar funktionieren. Was meint ihr? Genau. Davon brauchen wir mal eine Fabrik. In diesem Stil. Bauen wir es einfach mal. Die nicht symmetrisch, dass sie in die Mitte passt. Doch, da ist sie doch in der Mitte. Hä? Ist die Plattform nicht symmetrisch? Da habe ich einen Knick in der Optik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, doch ist. Wo ist der? Da habe ich irgendwas nicht mitkopiert, oder? Den Teil hier. So. Genau, das muss sein. Das könnte sogar gut funktionieren. Ich bin mir doch gerade nicht mehr über die Durchsätze ganz bewusst. Ist das hier immer ein voller Durchsatz hier? Eins zu eins ist doch ein voller Durchsatz. So, mal kurz. 4. So. Ja, dann, wenn das nämlich so ist, dann können wir hier einfach so rübergehen. Hier einfach immer nach oben gehen, oder? Na, lass uns mal die Ergebnisse einfach mal analysieren und sehen wir ja, ob wir da einen sauberen Durchsatz bekommen. Da. Okay, hier wird es natürlich nicht funktionieren. Aber hier wird es funktionieren. Genau. Und das hier ist tatsächlich nur eine Aufnahme. Ich bin heute nicht auf Twitch unterwegs, wo ich das aufnehme. Ah, jetzt ist das Problem natürlich, dass wir hier auch noch das Weltraumrohr wieder anlegen müssen. Ich würde das Weltraumrohr direkt so anlegen, dass wenn es wirklich funktioniert, so. Das könnte es sogar, wenn es so funktioniert. So. Dass wir hier mit einem sauberen Durchsatz erzeugen können. Warum kommt denn von hier nichts mehr, bitte? Das ist ja merkwürdig. Dass wenn wir hier einen hundertprozentigen Durchsatz erzeugen können, dann können wir das sogar verkleinern. Dann nehmen wir hier nur ein Einzelnen und könnte das sogar noch mit denen hier funktionieren. Lass uns das mal sehen. Lass mal ganz kurz ein bisschen warten. Bis hier alles angekommen ist, bis hier fließt. Ja, jetzt ist halt blöderweise aufgehört zu fließen. Ich kapiere nicht ganz warum, ehrlich gesagt. Eigentlich war das auch da oben auf 100% Effizienz getrimmt. Hier ist es auch. Nee, das scheint. Nee, ich brauchte, glaube ich, eine zweite Anlage dafür. Mal gucken, was kommt hier an. Ich kapiere es schon nicht mehr. Nee, aber ich glaube, ich brauche da tatsächlich eine zweite Anlage davon. Lass uns das mal kopieren. Okay. Hier nochmal eine einfügen.
Ich hab nur. Da machen wir es trotzdem mal so. Dann entfernen wir mal den ganzen Teil hier. Gut, und dann. Den haben wir trotzdem so. Der geht hier rein. Der geht hier rein. Der hier. Ein Level nach oben und einmal hier rein. Einmal hier rein. So, jetzt schauen wir mal, ob das zu einem vernünftigen Ergebnis führt. Weil wir können eigentlich auch gleich das hier führen, weil dann, ich hätte gesagt, wir müssen, okay, hier müssen wir es halt anders drum machen, das ist aber in Ordnung. Einmal. Zweimal. So, jetzt läuft das hier. Hier ist auch ein Müllisierer schon dran. Ich habe noch, und wenn es so tatsächlich klappt, dass das 100% läuft, alles. Das sieht gut aus. Die hier kann man dann auch eigentlich doch zusammenführen, oder? Weil das hier dürfte nur ein 50% Effizienz sein. Das war auch sehr merkwürdig. Warum läuft denn das hier mit voller... Irgendwas ist doch merkwürdig. Hier läuft's alles sauber. Hier läuft's ruckelig. Machen. So. Jetzt schauen wir doch mal. Hier nehmen wir auch mal kurz raus und neu rein. Schauen wir doch mal, ob es jetzt dann, wenn die alle hier neu starten, alles sauber durchfließt. Jetzt sind ja alle beide Plattformen komplett identisch. Ah, komm schon. Ich wünschte mir sein etwas, um ein bisschen mal die Laufzeit zu beschleunigen. Mal. Wie denn das? Oh. Na? I. O. I. O. I. So, jetzt. Jetzt haben wir uns komplett geleert. Jetzt kommen hier die Teile ran. Sehen wir gleich, ob es läuft. Weil ich sage mal so, das ist eh eine temporäre Fabrik. Das ist eigentlich nicht so super wichtig. Irgendwie ist es mir trotzdem doch wichtig, ja. Was kommt denn hier eigentlich noch an Teilen, während wir warten? Okay. Als nächstes muss dann das hier blau eingefärbt werden. Dann brauchen wir nochmal mehr von dem und müssen es oben drauf werfen. Dann brauchen wir noch... Boah. Ja. Das wird aber auch lustig, weil... Da müsste ich im Prinzip hier nochmal eine Färbung für die blauen. Und wo haben wir hier noch ein blaues? Ah, hier. Das ist natürlich die Frage, wie ich das am klügsten mache. Also da wird man schon einiges umbauen müssen, um die Form zu erreichen. Oh, ich habe eine neue Operatorstufe erreicht. Abholen. Sehr gut. Neue Forschungspunkte gibt es einfach, was ich gerne freischalten möchte. Das Fundament ist hier braucht ganze 90. Die Vortex-Zulieferung braucht 60.
Esszeug hier die letzten Stufen. Die brauchen auch alle mehr. Da brauche ich insgesamt 150, weil ich muss das idealerweise alles auf einmal upgraden. Das kann es erst im Effekt. Ich könnte Zugtempo und Zugkapazität noch erhöhen. Jetzt mal kurz auf den Meilenstein checken. Da ist jetzt noch das gestapelte Teil offen. Das kann ich mir auch überlegen zu machen. So, jetzt mal sehen. Jetzt sieht es gut angelaufen aus. Hier läuft es gut durch. Hier läuft es gut durch. Das muss eigentlich 100% sein, weil hier kommt ein 100% Band an. Ah ne, es teilt sich aber hier ein Zweier auf. Doch, das müsste eigentlich im Moment auf maximalem Durchsatz sein. Okay, gut, dann weiß ich, wie ich das hier mache. Ich brauche den ganzen Strang. Kopiere ihn, spiegel ihn, drehe ihn, baue ihn dann hier hin. Haben wir das ja auch versorgt. Und jetzt nehmen wir das hier, setzen es eins rüber. Ctrl X. So. Löschen wir hier mal kurz. Tun hier nochmal zwei Mülleimer kurz hinmachen. Führen das hier runter. So. Selbe Spiel auch nochmal hier. So, jetzt haben wir hier eine schöne Ausführung. Weil ich bin mir noch immer nicht sicher, ob das sieht mir hier nämlich nach 50% aus. So, nach einer halben Rate Durchlass. Ja, und hier kommt auch schon wieder nicht voll durch. Stimmt mit der Färbefabrik hier irgendwas nicht? Tatsächlich, die ist doch zu langsam. Ah. Warum ist denn die zu langsam? Ja, guck mal, da kommt aus einem mystischen Grund gar nicht genug Farbe an. Ah, okay, ich sehe, warum da nicht genug Farbe ankommt. Das war natürlich doof. Ich muss natürlich einmal das Innere und einmal das Äußere hier nehmen. Weil sonst kommt hier nicht genügend Farbe an, natürlich. Muss ich auch mal hier noch kurz umbauen. So. Hier. Sehr schön. So, jetzt sollte es doch dann auch wieder funktionieren. Hier machen wir dasselbe. Ja, weil ich ja hier den Farbstrang auf zwei aufgeteilt habe eigentlich. Itoki. Und das war es für diese Folge mit Shapeset 2. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Schaut auch gerne die anderen Videos rein oder schaut auf Twitch vorbei und abonniert mich dort. Dann könnt ihr mich auch live beim Spielen beobachten. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.